Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezialvideo, wo es darum geht, einen Ersatzakku mit einem Original-Fahrradakku zu verbinden, wie hier im Bild zu sehen. Und diese Teile werden wir dafür verbauen. Aber dazu komme ich später noch. Ja, und hier, das sollte man vorab auf jeden Fall wissen. Parallelschaltungen von Akkus sollten dann leistungsmäßig gleich sein. Das habe ich hier mal symbolisiert mit zwei Regentonnen, die mit einem Rohr verbunden sind. Wenn der Ladezustand rechts niedriger ist als der linke, dann gleicht sich das über das Rohr, was unten im Bild zu sehen ist, aus. Das sollte aber nicht der Fall sein, denn die beiden Akkus sollten in der Regel den gleichen Ladezustand haben, sonst fließt zu viel Strom und das Kabel muss entsprechend dick sein und stark genug. Ja, hier jetzt nochmal die Bauteile. Ich habe unten eine Sicherung bzw. hatte eine mit Kabel, zwei Einbau-Bananenstecker für 4 mm und zwei Bananenstecker. Ja, hier bin ich schon dabei, die Schrauben rauszumachen. Hier sieht man, da haben die Leutchen von Bosch eine Sicherung eingebaut, damit auch kein Bastler die Schrauben lösen kann und den Akku aufmachen kann oder sozusagen eine Garantiesicherung, damit die sehen können, ob der Akku geöffnet worden ist, da dieses Teil ja, wie ihr gesehen habt, ausgebohrt werden muss. Ja, jetzt habe ich den oberen Deckel ab. Das ist leider die falsche Seite. Also wieder Deckel drauf. Den Bosch-Akku umdrehen. Und dann kommt man an die richtige Seite, die wir bearbeiten müssen. Ja, wie gesagt, bei meiner Lösung will ich direkt an den Anschluss, wo die Batterien angeschlossen sind. Denn leider kommt rechts aus dem Stecker kein Strom. Ja, hier ist dieses Batteriemanagementsystem, BMS auch genannt. Dort unten, wo ich gerade mit dem Finger bin, ist der Pluspol. Dort, wo ich jetzt mit dem Finger bin, ist der Minuspol. Von der Batterie kommend die Kabel. Hier nochmal ein bisschen besser zu sehen in der Nahansicht. Diese laufen dann oben auf die Platine. Ihr seht das rote Kabel, was da so ein bisschen eckig liegt. Das ist dann angeschlossen. Ja, und hier sind die abführenden Kabel, die dann vorne zum Stecker verlaufen für Plus und dort, wo ich jetzt mit dem Finger bin, von Minus, die an den Batterieseite entlangläuft nach vorne, wie hier jetzt an dem Stecker zu sehen. Übrigens, wer jetzt hier in der Nahaufnahme genau hinschaut, der kann sehen, dass ein Samsung-Aufdruck auf den Akkus steht. Also nicht glauben, dass das alles von Bosch ist. Bosch lässt die Teile auch in China fertigen. So ist das nicht. Ja, das war das Innere. Ja, hier ist jetzt mein bzw. mein Sicherungshalter, den ich verbauen möchte. Ein 5 x 20 mm, also 5 mm Durchmesser. Mal 20 mm lang. Dazu bohre ich jetzt ein kleines Löchlein, weil hier bei diesem Bosch-Akku das relativ günstig ist, weil die im hinteren Teil sozusagen eine Griffmulde haben. Und in diese Griffmulde habe ich mir überlegt, baue ich jetzt meinen Sicherungshalter. Da ich ja direkt an die Batterie die Kabel nach außen führen werde. Ja, hier ein bisschen senken, damit man eine kleine Senkkopfschraube mit M3 habe ich da, glaube ich, verbaut oder M4. Genau, bisschen ansenken, kann man von Hand machen, kleines Schräubchen rein. Und dann kann man den Batteriehalter schon wunderbar schön einbauen und hat das schon mal dann vorbereitet und erledigt. Tja, passt und so sieht es dann schon im eingebauten Zustand aus. Ich habe auch hier schon den Bananenstecker, den Einbaustecker verbaut mit dem roten Pol. Und ihr seht auch dort in der Aufnahme das Kabel, das ist schon drin, habe ich hier verlegt.
angelötet. Da ist die Sicherung, der Sicherungshalter und das ist das Kabel, wo ich da ein Löckchen durch die Wand gebohrt habe, 4 mm, für dieses 2,5 Quadratmillimeter dicke Kabel, was ich dann dort, wo ich jetzt gerade mit dem Finger bin, später anlöten werde. Das ist nämlich das Kabel, was auch direkt vom Pluspol von der Batterie kommt. Ja, hier bin ich jetzt an dem Minuspol, den Draht schon an der Seite ordentlich verlegt habe, den ich hier jetzt direkt an dem Minuspol, das ist der Sammelpol, wo auch der Originalpol angeschlossen ist für Minus, der zu dem Batteriemanagement führt. Ich schließe den an der Lasche parallel an. Ich habe das deswegen gewählt. Ihr könnt das auch anders machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt das auch am BMS, an der Platine, wenn ihr denn wollt, anlöten. Wie ihr das macht, bleibt jedem selber überlassen. Ich habe diese Variante hier gewählt zum Anlöten an diesem etwas größeren Blech. Ich habe dahinter oder dazwischen zwischen den Akkus und der Lasche, wo ich jetzt gleich das Kabel anlöten werde, habe ich noch ein kleines Alublechchen gemacht als Hitzepuffer, weil ich da ja doch mit einem 50 Watt Lötkolben zugange bin. Weil 2,5 Quadratmillimeter an die Lasche anlöten ist schon ein bisschen ordentlich. Da braucht man schon ein bisschen mehr Wattleistung vom Lötkolben, damit das auch relativ schnell und zügig da auch dran geht. Genau, ein bisschen pusten, damit es direkt abkühlt. Jetzt seht ihr hier ein bisschen die Nahaufnahme. Ich habe da ein kleines Holzbrettchen untergelegt. Ja, da mit dem Bleistift, wo ich gerade drauf gezeigt hatte, das war mein Alublech als Schutz, damit ich die Lithium-Ionen-Akkus nicht beschädige. Ja, das liegt jetzt eigentlich, dieses schwarze Kabel, das ist der Minuspol, den ich nach außen führe, dann zu meinem Einbau-Bananenstecker, 4 mm Bananenstecker. Wie gesagt, wo ihr das anlötet, den Minuspol, ihr könnt es, wenn ihr Platz habt, in eurem Akku, ihr müsst da immer ein bisschen improvisieren und schauen, wie es bei euch in eurem Akku am besten passen kann. Oder wie ihr es machen könnt. Wie gesagt, der Pluspol, ihr seht es ja da jetzt gerade oben rechts im Bild, da war es relativ einfach. Da komme ich von oben an diesem Pol dran und bei dem Minuspol, ja, hätte ich auch von oben dran löten können. Aber ich hatte jetzt, wie gesagt, einfach diese Variante gewählt, weil ich das dann auch durch die Wandung da oben mit dem Loch etwas praktischer fand. Ja, hier mein Löthilfe, sozusagen die dritte Hand. Dort kann man sich immer ein bisschen behelfen, alles gut verlöten, verzinnen und entsprechend natürlich auch Lötfett drauf machen. Ja, jetzt verzinne ich den Originalanschlusspunkt, wo also wie gesagt auch von Bosch bzw. in der Herstellung der Original-Pluspol von den Batterien dort oben angelötet ist auf der Platine. Dort löte ich jetzt meinen Pluspol an. Und wie gesagt, da das Ganze ja nach außen geführt wird, an die beiden 4 mm Bananenstecker nach außen, habe ich wie gesagt da eben diese Variante mit der kleinen Feinsicherung dazwischen geschaltet, damit falls außen mal ein Kurzschluss sein sollte oder weiß der Henker, was auch immer mal passieren kann, dass dann eben die Schmelzsicherung durchbrennt und dann ist alles gut, damit die Originalakkus in dem Original-Akku-Gehäuse von Bosch geschützt bleiben und da nichts passieren kann. Ja, warum schließe ich den nicht am Ausgang an? Wie gesagt, der Ausgang bei den Fahrradakkus ist so geschaltet, dass der Pluspol nur dann leitend wird, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
Ich habe ja auch schon ein vorheriges Video hier auf meinem Kanal, wo ihr sehen könnt, wo ich den Originalstecker von Bosch benutze, um das von außen laden zu können. Aber nun geht es ja darum, dass ich zwei Akkus parallel schalten möchte, damit ich quasi die doppelte Reichweite habe mit den Akkus, weil der eingebaute Bosch-Akku und der externe sind in etwa gleich. Ja, ihr seht jetzt hier an meinen beiden eingebauten Bananenstecker-Buchsen habe ich die entsprechende Spannung. Die liegt da jetzt natürlich immer an. So, und wenn ich an dem Minuspol jetzt außen dran bin und drücke jetzt da die Ladezustandstaste, wo die LEDs dann später von außen auch zu sehen sind, dann geht auch der Pluspol an, der nach außen geführt wird. Und genau diese Funktion übernimmt das Originalladegerät. So, kleine Probe mit dem Deckel, passt alles. Nochmal nachgucken und abklopfen, dass auch keine Lötreste oder vom Abkneifen der Kabel auf Länge irgendetwas in dem Gehäuse rumfliegt und einen Kurzschluss fabrizieren können, dann das den Original-Akku-Gehäusedeckel drauf machen und natürlich dann die Schrauben reinmachen. Wie ihr seht, es gibt ein paar kürzere, 2, 4, 6 Stück kürzere und 2, 4 längere Schrauben. Ich drehe immer erstmal ein Stückchen gegen den Uhrzeigersinn, dann höre ich ein kleines Knuck, einen kleinen Knacken und dann drehe ich im Uhrzeigersinn die Schraube rein. Deshalb, damit man den Gewindegang des vorhandenen Kunststoffgewindegangs wieder benutzen kann und nicht einfach ein neues reinschneidet, weil das würde beim vielen Auf- und Zumachen das Gewinde beschädigen. Ja, jetzt hier nochmal rundum die Sichtkontrolle, dass auch alles mit der Dichtung ordentlich ist und alles nichts verklemmt oder verkantet ist. Ja, hier der Blick jetzt in die Verkabelung, in dem Handgriff, wo jetzt die Sicherung ist. Und ihr seht, so kann es funktionieren und dann hat man das Ganze fertig. Ja, jetzt kommt noch das Anschlusskabel zu dem externen Akku, ein XT60-Stecker, zwei Bananenstecker und ungefähr, ich habe knapp 1 Meter, 2,5 Quadratmillimeter Kabel genommen. Wie gesagt, müsst ihr euch irgendwie bei den einschlägigen Internet-Händlern, eBay oder Amazon entsprechend gucken oder auch andere Händler, wo und wie, bleibt euch überlassen. Ja, jetzt bin ich dabei, hier die entsprechenden Vorbereitungen zu machen. Wie gesagt, immer ganz gut, ordentlich oder gut Lötfett drauf zu machen, bevor man die Kabelenden dann verzinnt. Mit Lötzinn versehen. Und dann später in dem Stecker verschrauben. Ordentlich. Ja, dieses sind hier sozusagen so sogenannte Lautsprecherstecker. Ich habe, wie gesagt, hier bei meiner Variante Winkelbananenstecker 4 mm gewählt, damit da hinten raus später am Fahrrad nicht so sehr lange längliche Stecker rausschauen und abbrechen können und oder irgendwas zu beschädigen, da ich vorhabe, den Zweitakku dann in die Fahrradtaschen zu stecken. Gut, wenn man jetzt keine Fahrradtaschen mitnimmt, kann man auch den Akku ein bisschen einwickeln in entsprechenden Kunststoff, was schon mal so in Paketen ist, als Dämmmaterial oder in einem Handtuch oder was auch immer, was ihr da nehmen möchtet. Und dann könnt ihr das auch mit den Gummibändern festmachen auf dem Fahrradgepäckträger obendrauf, wenn ihr ohne Tasche ge am Gepäckträger fahren wollt. Bleibt jedem selbst überlassen. Ja, ich mache hier auch noch ein bisschen Schrumpfschlauch drauf, damit
das 2,5 Quadratmillimeter Kabel nicht allzu sehr geknickt oder belastet wird und das Ganze auch ein bisschen stabiler ist, mache ich dann hier auch, wo sich die beiden Kabel dann teilen, auch noch einen kleinen Schrumpfschlauchstückchen drauf, damit das da nicht allzu sehr und allzu viel später durch Bewegungen, denn man darf ja nicht vergessen, wenn man das Ganze zu viel hin und her bewegt, brechen die Kabel und die Äderchen. Und ja, man sollte da schon ein bisschen drauf achten, falls man längere Tagestouren macht, ist das schon mal wichtig. Ja, jetzt kommt wird der XT60 Stecker, weil, wie gesagt, die meisten Akkus, die es eben im Netz zu kaufen gibt, hier der grüne Akkupack, den ich gewählt habe, 42 Volt, ist die obere Ladeschlussspannung, die untere Entladeschlussspannung ist 36 Volt. Die einen schreiben rein 36 Volt Akku, die anderen 42 Volt Akku, aber auf jeden Fall ist das der richtige Akku. Dieser grüne, den ich mir da zugelegt habe, der hat 9 Ampere. Das heißt also so knapp, wenn ich jetzt mal aufrunde, um es einfacher zu rechnen, 10 Ampere mal 42 Volt wären 420 Watt und bei der unteren Ladeschlussspannung wären es halt nur noch 360 Watt. Ja, so ein Bosch-Motor, der liefert ja immerhin 250 Watt, wenn man dann die volle Unterstützung anwählen würde, und dementsprechend muss das Kabel, Verbindungskabel zu dem Originalakku auch dick sein. Im Kabelquerschnitt, da in dem Akkuinneren 2,5 Quadratmillimeter Verkabelungsquerschnitt gewählt ist, habe ich den hier für mein externes Kabel dann auch entsprechend in 2,5 Quadratmillimeter gewählt, so dass ich da auf der sicheren Seite bin. Ja, man kann es berechnen, es gibt auch Formeln im Internet, wo man den Kabelquerschnitt in Bezug auf die Voltzahl entsprechend berechnen kann. Kann man sogar online. Müsst ihr entsprechend ein bisschen googeln, dann werdet ihr das schon finden. Ja, also auf jeden Fall, was ich da bei dem Kabelquerschnittsrechner gefunden habe, war das für ein Meter Kabel sogar deutlich weniger. Ja, jetzt hier zum Schluss nochmal überprüfen, ob alles richtig gemacht ist, die Pole nicht vertauscht, Pluspol an Pluspol, Minuspol an Minuspol und dass es auch keinen Kurzschluss gibt. So, und jetzt seht ihr hier schon, habe ich mal das Ganze angeschlossen. Der Akku, der grüne dort unten, zeigt jetzt 41,3 Volt an. 41,3 Volt. Genau. Kommen jetzt aus diesem Akku. Aus diesem Akku hier, dem Fahrradakku, dem Originalakku von Bosch, kommen jetzt 41,4 bzw. 41,5 Volt. So, nun hat man die Möglichkeit, die beiden Akkus ohne Probleme zusammenzuschalten, also parallel zusammenzuschalten. Und so kann man von Anbeginn auch sofort mit dem Bike fahren und nutzt diese beiden jetzt zusammen von Anfang an. Jetzt gleichen sich die Spannungen aus und wir haben jetzt 41,4 Volt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist ja nur eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ich denke auch bei jedem anderen Akku, es gibt ja viele verschiedene Bauformen, sieht das wieder anders aus und da muss man wieder eine andere Lösung finden, wie man da die Anschlüsse vielleicht nach außen legen kann oder man legt einfach direkt ein Kabel mit dem XT60 Stecker nach draußen, lässt ihn draußen rumbaumeln. Wie gesagt, Lösungsmöglichkeiten gibt es da derer sicher viele.
Was ich noch sagen muss, natürlich ist dies keine Anleitung als mit Garantie. Das ist ein reiner Hobbyvorschlag. Bestenfalls, wie gesagt, ein Vorschlag, wie man das machen kann. Aus sicherheitstechnischen und elektrisch-technischen Gründen bleibt die Verantwortung bei jedem selbst. Also nicht sagen hinterher, der Fahrradkanal, der hat das so gezeigt und so muss man das machen. Also auf keinen Fall. Ist nur, wie gesagt, eine mögliche Variante, wie man es vielleicht machen kann. Wie man das machen muss, das bleibt jedem selber überlassen, beziehungsweise ob er jemanden findet, einen Fachmann, der ihm das Fachmensch macht. Keine Ahnung. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich glaube, dass man da in einem Fahrradladen wahrscheinlich eher Pech hat, sowas gebaut zu bekommen. Denn letztendlich wollen ja alle nur eines, die wollen uns den Original-Akku verkaufen und viel Geld. Man darf ja nicht vergessen, was ihr jetzt hier seht, so ein Original-Akku, wie er da oben ist, der kostet so nagelneu 400, um die 400 €. Und dieses grüne Akkupack bekommt man im Internet für 120 € mit 9 oder 11 Amperestunden. Deswegen habe ich gedacht, dass es außerdem, wie gesagt, fehlt das Gehäuse drumherum, was jetzt allerdings nicht bedeuten soll, dass das weniger sicher ist. Ihr seht ja, das ist eingeschweißt in so einer Schrumpfschlauch, im Grün, nehme ich mal an. Und ihr könnt das ja auch noch selber ein bisschen einwickeln und absichern. Ja, wie gesagt, ist nur ein Vorschlag, wie man das machen kann. Aber ich betone nochmal, das ist keine Garantie. Ich übernehme auch keine Garantie. Jeder, der das so nachbaut, übernimmt da die eigene Verantwortung. Ist nur ein Vorschlag, wie man das machen könnte. So, in diesem Sinne würde ich mich freuen darüber, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder auch ein Abo. Und ich wünsche euch viel Freude, falls ihr das nachbauen möchtet. Ich gebe auch gerne Tipps, wenn ihr über den YouTube-Kanal und in den Kommentaren was dazu reinschreibt. Ihr wisst, ich melde mich, ich lese das jeden Tag nach und oder ich gucke nach, ob irgendwelche Benachrichtigungen sind und werde das dann auch beantworten. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.